Ja, hoi, jetzt kommen wir zu einem Schweizer Volkslied-Klassiker. Der heisst «Es ist mir alles ein Ding». Und es steht im Dreivierteltakt und ist im Dossier Seite, du kannst schauen, Seite 35. An dieser Stelle spiele ich dir die Melodie. Es fängt mit dem H an. Das ist auf der A-Seite der zweite Finger. Ich würde zählen 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Zum Mitsingen klingend, nämlich eine Oktave höher. Das ist hier der Anfang. 1, 2. Technisch brauchst du da nur G-Dur, dann C-Dur und D-Sin. Drei Griffe in G-Dur. Ja, dann Begleitung. Zuerst einmal die im Dossier steht. Es sind zwei Begleitungen, die werde ich dir zeigen. Die erste ist so, Daumen und dann I-M-A zusammen. Zweimal, also 1, 2, 3. Dann wird es wechseln zu 2. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Das ist der Groove. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Wie sieht es jetzt hier am Aufscore? 1, 2, 3. Ich mache das gerade. Ich mache das Vorspiel, die ersten vier Takte. G, D7, D7, G. Gut kannst, dann kann man es auch ein bisschen schneller probieren. Würde ich unbedingt, bevor wir zu der nächsten gehen. Ich mache es gerade noch einmal. Das wäre 1, 2, 3. Es ist mir alles ein Ding, ob ich lach oder sing. Ich habe ein Herzeli wie ein Vögeli, darum liebe ich so ring. Ich habe ein Herzeli wie ein Vögeli, darum liebe ich so ring. Dann würde ich gerade zu der zweiten Begleitung kommen, die ist auch im Dossier. Die habe ich so aufgeschrieben. Daumen, dann Zeigefinger und Mittelring zusammen. Also, das wäre so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir bleiben bei dem schönen Viertelmetrum. 1, 2, 3. Und dann haben wir einfach eine Variante von dem von einem Picking Pattern, also von einem Zupfmuster. Ich mache es gerade, das wäre 1, 2, 3. 1, 2. Es ist mir alles ein Ding, ob ich lach oder sing. Ich habe ein Herzeli wie ein Vögeli, darum liebe ich so. Herzeli wie ein Vögeli.
Geli darum liebe ich so ring. Zum Schluss werde ich dir eine Variante mit Achtel zeigen. Die geht so. Das wäre Daumen, Zeig, Ringmittel zusammen. Wieder Zeig. Und das noch einmal. Das wäre so da. Sieht der aufgeschriebene so aus. Das ist hier so, genau. Ups, so da. Also wir haben P, I, M, A übereinander, I, M, A übereinander und I wieder. 1 und 2 und 3 und. Das kannst du aufschreiben. Ich spiele es noch mal mit leerer Seite. Das wäre so. Du, da, 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 da. Wir probieren es gerade aus beim Lied. Ich mache auch wieder mit Vorspiel. Das war 1, 2, 3. Es ist mir alles ein Ding, ob ich lach oder sing. Habe ein Herzchen wie ein Vögel, darum liebe ich so ring. Habe ein Herzchen Vögeli, darum liebe ich so ring. Wenn der M- und A-Finger jeweils noch akzentuierst, also besonders laut spielst, dann kommst du nachher auch wieder kleine Varianten über vom genau gleichen Muster. Ich zeige das einmal. Ich habe es eigentlich schon ein bisschen gemacht vorher. Wie es dann tönt, kann ich dir jetzt noch demonstrieren. Ich zeige dir mal den Unterschied, wenn ich es normal spiele. Mit Akzentuierung. Das ist eine Möglichkeit, wie man genau das gleiche Muster einfach ein bisschen anders kann spielen. Ich hoffe, du hast Spass gehabt an diesem Song, an diesem Lied. Ich habe das mit Freude dir gezeigt und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du wieder mitmachst und zuschaust beim meinem Gitarrenkurs.